Meine Damen und Herren, die Bach-Medaille der Stadt Leipzig wird seit 2003 jährlich während des Bachfests vom Oberbürgermeister verliehen. Und in diesem Jahr ist eine Besonderheit. Zum ersten Mal wird es zwei Ausgezeichnete geben, zwei Preisträger. Und zum ersten Mal wird die Medaille nicht an einen Interpreten, an einen Künstler verliehen, sondern an zwei Musikwissenschaftler. Warum das so ist, versuchen wir in diesem Gespräch ein ganz klein bisschen zu erläutern. Ich stelle Ihnen zuerst die beiden Preisträger vor. Direkt neben mir sitzt Herr Professor Dr. Hans-Joachim Schulze, der dem Bacharchiv Leipzig seit Urzeiten verbunden ist, jedenfalls seit sehr vielen Jahrzehnten, seit den späten 50er Jahren. Und mir gegenüber Professor Dr. Dr. H.C. Mult, Christoph Wolf. Auch er war langjähriger Direktor des Bacharchivs, wie Hans-Joachim Schulze vor ihm. Die beiden sind nicht nur gemeinsam mit mir die Schar der drei lebenden Direktoren des Bacharchivs, sondern die beiden arbeiten seit Jahrzehnten zusammen, sind verbunden durch eine enge wissenschaftliche und persönliche Freundschaft. Und ich würde einfach mal anfangen und Herrn Schulze bitten, uns zu erzählen, wie sind Sie als junger Mann zur Bachforschung gekommen? Wenn ich jetzt in Urzeiten zurückgehen wollte, müsste ich hinweisen auf meine Versuche im Klavierunterricht, die bekannten Menuette aus dem Notenbüchlein der Anna Magdalena Bach zu spielen. Das wäre so etwa bei Kriegsende. Und zweitens könnte ich hinweisen auf ein Buchgeschenk, was ich als Schüler bekommen habe im Jahre 1950. Mit Widmung für gute Leistung dem Schüler Hans-Joachim Schulze, Klasse 10b. Das ist eine Veröffentlichung aus dem Bach-Gedenkjahr 1950. Johann Sebastian Bach, das Schaffen des Meisters im Spiegel einer Stadt, betrifft also Bach und Leipzig. Das sind so gewissermaßen Wegmarken. Dazu gehört freilich auch der regelmäßige Besuch der Motetten und Kantaten des Thomaner Chores seit auch ungefähr 1946. 1951, es war in einer Zeit, wo ich langsam auf das Abitur zusteuerte, aber keine Ahnung hatte, was ich studieren könnte, denn außer den vier Fakultäten, die in Goethes Faust erwähnt werden, und leider auch Theologie, wusste ich nicht, was man überhaupt anfangen könnte. Aber da erschien in einer Zeitschrift ein neuer Studienplan für Musikwissenschaft. Und da dachte ich, hier könnte ich mich bewerben. Hatte auch Erfolg damit. Das war in einer Zeit, um das vielleicht mal in den politischen Kontext reinzustellen, in einer Zeit, wo es die sogenannte Stalin-Note gab, also deren Text ich zwar nie gesehen habe, aber es müsste da sinngemäß drinstehen, dass wenn Deutschland vereinigt würde, also alle vier Besatzungszonen und entmilitarisiert, dass dann auch die bisher quasi abgetrennte Ostzone wieder in den Verbund des gesamten Landes geraten könnte. Das hatte zur Folge, dass in sozusagen der frühen Zeit der DDR die Leute auf die Idee kamen, wir lassen jetzt alle studieren, was überhaupt geht. Und wenn die Einheit kommt, dann wollen wir alle Kommandohöhen mit unseren Leuten besetzen. Das war eine ziemlich absurde Idee, aber sie hat mir geholfen, dass ich tatsächlich 1952 mein Studium beginnen konnte. Der neue Plan sah vor, 2 Jahre Musikhochschule, 3 Jahre Universität, im Unterschied zu früher, wo es nur insgesamt 4 Jahre an der Universität gab. Ich habe dann
die Sache wirklich angefangen und ist gleich gesagt worden zu Beginn, bildet euch nicht ein, dass ihr irgendeine akademische Karriere in Gang setzen könnt. Ihr werdet sehen, wo ihr eingesetzt werdet. Und im Übrigen darf jeder nur einfach studieren. Also was man etwa für eine Promotion braucht, ein Hauptfach, zwei Nebenfächer, das war überhaupt nicht möglich. Nach den 2 Jahren Musikhochschule wollten wir allesamt nach Berlin gehen, weil wir dachten, in Berlin spielt die Musik, also Ost-Berlin wohlgemerkt. Das klappte aber nicht. Wir haben erst später erfahren, dass der Leipziger Ordinarius Walter Serauki da Einspruch erhoben hatte und gesagt oder geschrieben, dass er doch einige von den Leuten, die hier in Leipzig angefangen hatten, in Leipzig zum weiteren Studium haben wollte, nicht alle nach Berlin abwandern. Und so gehörte ich zu denen, die hier blieben, zunächst mal etwas stirnrunzelnd, weil wir dachten, jetzt sind wir abgeschnitten von der Entwicklung. Aber am Ende hat sich das als Segen erwiesen, auch in Bezug auf meine spätere Arbeit. Denn nach dem ersten Studienjahr an der Universität, also 55, hieß es Praktikum. Und mein Praktikum führte mich im Sommer 55 an das Bach-Archiv. Und dort habe ich zum ersten Mal dann mit der Arbeit begonnen, und zwar einer Aufbauarbeit. Denn das Institut befand sich durchaus noch in seiner Anfangsphase. Und diese Aufbauarbeit im Unterschied zu, sagen wir mal, fertigen Dingen, die man vorfindet und wo man sich mühsam reinarbeiten muss, machte mir viel mehr Freude als etwa eben so einen fertigen Komplex, mit dem man dann eben nur irgendwie umgehen muss. Aber etwas aufzubauen, etwas neu zu schaffen, etwas zusammenzutragen, das sah ich als meine Aufgabe an. Ich habe dann ein Jahr später, obwohl man wechseln sollte, es bewirkt, dass ich wieder im Bacharchiv zum Praktikum war, das 56. In dieser Zeit wurde mir damals das Stipendium gestrichen, weil ich angeblich aus einem kapitalistischen Familie stammte. Und da ergab es sich zu meinem Glück, dass das Bacharchiv noch ein bisschen Geld übrig hatte, sodass ich als Honorarkraft stundenweise arbeiten konnte und das Defizit ausgleichen. Das zog sich so einige Zeit hin. Inzwischen kamen die Abschlussprüfungen. Und plötzlich, als ich wieder mal erschien, um ein paar Stunden zu arbeiten, sagte die damalige Assistentin, ich will es Ihnen noch sagen, ich habe gekündigt, ich will wieder zurück in den Schuldienst. Es kann sein, dass der Professor Neumann Sie anspricht, ob Sie die Stelle übernehmen wollen. Das geschah auch so. Am 1. Juli 1957 hatte ich sozusagen meine feste Anstellung und gleich am zweiten Tag musste ich mir freinehmen, um nämlich noch die mündliche Prüfung zu bestehen, die ich noch gar nicht fertig hatte. Und so war dann mein professioneller Start im Bacharchiv nach 2 Praktiken und eben der Honorartätigkeit am 1. Juli 1957. Das ist 64 Jahre her, und seitdem bin ich dem Institut dauernd verbunden. Dann schwenken wir mal zu Christoph Wolf über. Christoph, dein Weg zu Bach, mir fällt gerade ein, obwohl wir uns sehr lange kennen, ich habe dich danach noch nie gefragt, aber das können wir dann spät, aber nicht zu spät nachholen. Also ich will mal folgende Antwort geben. Ich bin aufgewachsen in einem protestantischen Theologenhaushalt. Der Name Bach war durchaus nicht unbekannt, ganz im Gegenteil. Was dann mich besonders beeinflusst hat, war die Tatsache, dass ich in einem Knabenchor als Sopranist die Bach-Motetten kennengelernt habe und sehr früh im Alter von 12, 13 den Berufswunsch geäußert habe, ich wolle Organist und Chorleiter werden. Und das hat eigentlich mein weiteres Leben
sehr entscheidend beeinflusst. Ich habe diesen Berufswunsch, nachdem ich davor mal Feuerwehrmann werden wollte und alles mögliche andere, nicht mehr abgeändert, sondern bin zielstrebig auf eine Organistenlaufbahn zugegangen und habe auch in den 50er Jahren, ich muss dazu sagen, im Unterschied zu Hans-Joachim Schulze bin ich im damaligen Westdeutschland aufgewachsen, habe als 16-Jähriger eine norddeutsche Orgelreise unternommen, per Anhalter die Schnittgeorgeln und Schererorgeln in dem hanseatischen Gebiet abgeklappert. Und also der Umgang mit historischen Orgeln hat mich eigentlich lebendig in die Musikgeschichte eingeführt. Und als ich dann nach dem Abitur mein Musikstudium an der Hochschule für Musik in Berlin bei Michael Schneider als Organist angefangen habe, habe ich nebenbei auch Musikwissenschaft damals an der Freien Universität in Berlin studiert und dem Fach historische Musikwissenschaft durchaus viel abgewonnen. Ich bin dann allerdings, nachdem ich das Kirchenmusikerexamen, A-Examen abgelegt habe, zunächst mal in die Praxis eingestiegen, habe aber dann 1966 in Erlangen promoviert mit einer Arbeit über das Thema der Stile Antico bei Johann Sebastian Bach, Studien zu Bachs Spätwerk. Es war damals die erste Arbeit, die, nachdem die neue Bach-Forschung alle möglichen Dinge in die Methodik eingebracht hatten, vor allen Dingen durch Wasserzeichen und Schreiberuntersuchungen, die Chronologie war völlig gegenüber dem Herkömmlichen verändert worden. Und meine Arbeit hat dann versucht, diese philologischen Fragestellungen mit stilistischen Fragestellungen zu verbinden. Und also die Arbeit war 1966 fertig und ich als stolz Promovierter habe den ersten und damals letzten gesamtdeutschen musikwissenschaftlichen Kongress in Leipzig besucht und bin Hans-Joachim Schulze begegnet. Und zwar über eine ganz lustige Geschichte. Er hielt ein Referat, ich nicht, und in dem Referat berichtete er über eine kleine Entdeckung, nämlich ein Autograph, Bach-Autograph eines Caldara Magnificats mit einer Bearbeitung eines Satzes. Und ich dachte, ja, das habe ich auch gefunden. Das war Teil meiner Dissertation, die er nicht kannte. Also wir haben gleichzeitig etwas entdeckt, was vorher nicht im Gespräch war, ein kleines Manuskript, aber immerhin eines, was die Türen öffnete in Richtung aller möglichen weiteren Untersuchungen. Und so hat vor ziemlich genau 55 Jahren unsere wissenschaftliche und persönliche Freundschaft begonnen. In Leipzig. In Leipzig. Dazu muss man aber noch etwas den Kontext erläutern. Mein Referat, was ich auf dem Kongress gehalten habe, auch das erste und einzige einschlägige Referat auf einem Kongress, hatte ich, ja, weil ich dachte, ich bin Mitglied der Gesellschaft und die Einladung besagte, es sollen vor allem Jüngere sich zu Wort melden. Dachte ich, naja gut, also so furchtbar alt bin ich noch nicht und als Mitglied der Gesellschaft kann ich ja hier ein Referat anmelden, habe also meinen Chef damals nicht um Erlaubnis gefragt, ob ich denn vielleicht ausnahmsweise mal da was sagen dürfte, sondern habe so alles Mögliche zusammengekratzt, was mir im Laufe der Arbeit schon unter die Finger gekommen war, also Identifizierung unsicherer Werke und Schreiberhände und so weiter, bin dann auch auf diese Caldara-Bearbeitung gestoßen und dachte, die sei noch nicht irgendwie veröffentlicht darüber. Wusste nicht, dass es da eine Dissertation gibt, habe die zwar als Manuskript mal von Ferne
auf dem Tisch des Chefs liegen sehen, aber sagen wir mal, die Frage des Herrschaftswissens ist ja hier was Relevantes. Das heißt also, ein Chef muss nicht unbedingt seine Kenntnisse mit seinem Assistenten teilen. Der Assistent muss schön irgendwie sozusagen Gewehr bei Fuß stehen und hat den Mund zu halten. Kurzum, es gab da etwas Ärger, weil ich mich da vorgewagt hatte. Es wurde ein kleiner Konvent im Stehen abgehalten nach dem Nachwahlreferat. Die drei führenden Leute dieser Spezialdisziplin standen da mit ernsten und etwas drohenden Gesichtern zusammen. Und dann wurde einer abgeordnet, um mich sozusagen zusammenzustauchen, nach dem Motto, wenn das nochmal vorkommt, dann werden Ihnen alle Quellen verschlossen bleiben, etc. Und so bin ich dann etwas mit hängenden Ohren dort weggegangen. Christoph Wolff hat mich dann sozusagen wieder aus dem tiefen Wasser herausgezogen, hat mir den Hinweis gegeben, dass eben dieser Satz, den ich gefunden zu haben glaubte, schon in seiner Arbeit verarbeitet ist. Und wir haben uns dann abends zu einer Flasche Wein verabredet, haben die Sache in weniger als 2 Minuten ausgeräumt und uns dann vereinbart, dass das bisherige Gehabe unserer Fachkollegen uns irgendwie etwas zu den Ohren rauskommt und dass wir etwas Neues, wenn es uns gelingt, anfangen wollten im Umgang mit der Wissenschaft im Allgemeinen und der Umgang mit Kollegen im Besonderen. Also das bisherige hierarchische System, was allenthalben herrschte und vor allem in der alten Bundesrepublik, aber nicht nur dort, denn ich weiß von Kollegen aus Berlin, die gerne Bachforschung betrieben hätten, dass ihnen das dort regelrecht verboten worden ist, weil da ein guter SED-Mann an der Spitze war, der sich eben herausnahm, Bachforschung betreibe ich und alle anderen dürfen das nicht. Also es war auf beiden Seiten der Demarkationslinie Bedarf, Dinge zu ändern und wir haben es damals 1966 wenigstens erstmal als Gedanken in Angriff genommen und soweit ich sehen kann, halten wir das bis heute durch, dass also dieses autoritäre und hierarchische System abgeschafft werden sollte, sofern es irgendwo noch existiert. Okay, jetzt sind wir 1966 in Leipzig gelandet, wo sich die Wege kreuzen. Vielleicht sollten wir kurz daran erinnern, dass zu dieser Zeit, Christoph Wolff hat es eben schon angedeutet, die Bachforschung mächtig in Bewegung gekommen war durch die wirklich, wie man oft sagt, erdrutschartigen Neudatierungen. Die ganze Umbewertung von Bachs Leipziger Schaffen lag wenige Jahre zurück, beschäftigte die Forschung noch. Andererseits, wenn ich so ältere Aufsätze, Schriften lese aus den 50er, frühen 60er Jahren, fällt mir immer auf, dass ein kritischer, streng wissenschaftlicher Zugang zu Bach sich noch nicht allgemein durchgesetzt hatte. Also dass das auch sehr viel an Weitertragen von längst veralteten Methoden stattgefunden hat. Mich würde interessieren, weil einmal Sie, Herr Schulze, in Ihren ersten Arbeiten eigentlich eine ganz neue Art von Bachforschung schon etabliert haben, Ihre Überlegungen zu den Dichtern von bestimmten Kantatentexten, dann auch das Referat von 1966, also wo Sie einfach direkt auf die Fragen zugehen, die uns heute noch beschäftigen. Und andererseits Christoph Wolff, der mit seiner Dissertation und auch in seinen frühen Aufsätzen auch schon eine Methode begründet hat, nämlich die Quellenforschung mit stilkundlichen Fragen zu verknüpfen. Also das, was auch heute
noch ein sehr aktuelles Thema ist. Mich würde interessieren, wie Sie so ja, praktisch ohne Vorbereitung Ihren Platz in der Bach-Forschung gefunden haben und vielleicht auch welchen Vorbildern Sie gefolgt sind oder auch nicht gefolgt sind. Also was so die Ausgangsfragen waren, mit denen Sie sich beschäftigt haben. Also was mich betrifft, hatte ich so ein bisschen ein ungutes Gefühl bei der, sagen wir mal, traditionellen Wissenschaft und der Form der Mitteilung von irgendwelchen Entwicklungen. Also Beispiel, aus der viersätzigen Kirchensonate entwickelte sich die dreisätzige Kammersonate. Das ist eine Art von Vorgehensweise, die mich etwas, ja, vorsichtig gesagt, stört. Ich frage mich dann immer, ja, wer hat denn damit angefangen und wie ist es gegangen? Und auf diese Weise bin ich also mehr auf die Frage zugegangen, sozusagen nach Menschen zu fragen, auch nach Orten zu fragen, wo Dinge vielleicht neu konzipiert worden sind, wo neue Versuche unternommen worden sind, und immer die Frage der persönlichen Beziehungen, also wer wirkte an welchem Ort, was hat dort auf ihn eingewirkt, was hat er wohin weitergetragen, etwa bei einem Orts- oder Berufswechsel und ähnliches mehr. Und das ist eigentlich eine Verfahrensweise, die mich bis heute begleitet, eben die Frage, dass Dinge sich normalerweise nicht von selber entwickeln, also an künstliche Intelligenz und dergleichen war damals überhaupt nicht zu denken. Ob man sie heute so hoch spielen sollte, wie es geschieht, weiß ich auch nicht. Aber jedenfalls, die Beziehungen zwischen Menschen ist etwas ganz Entscheidendes. Und das hat mich eben dazu gebracht, nach Möglichkeit eben nach biografischen Anhaltspunkten zu suchen, eben zu fragen, wo würde jemand ausgebildet, welche Einflüsse kam auf ihn zu und wo er ging er dann hin, wo hat er das hingetragen, was hat er daraus gemacht, hat er damit was Neues angefangen. Und das bedeutete, dass man eben nicht nur, sagen wir mal, sich musikologisch orientieren musste, sondern auch in anderen Wissenschaftszweigen, also etwa Literaturgeschichte, die ich zu meiner Studienzeit etwas, wie soll ich sagen, illegal belegt hatte. Das haben wir alle gemacht. Auch wenn es vorgeschrieben war, nur einfach zu studieren, sind wir doch heimlich zu anderen Fakultäten gegangen. Und die Universität Leipzig hat da offenbar auch ein Auge zugedrückt. Wenn ich heute mit Germanisten mich unterhalte und sage, also ich habe studiert bei Frings, Meyer, Korff, Marc Schiess und so weiter, dann verdrehen die Augen und können gar nicht glauben, dass es sowas mal gegeben hat. Das war damals eine wirklich ruhmreiche germanistische Fakultät an der Universität Leipzig. Ein einziger, etwas marxistisch angehauchter Mann versuchte da etwas gegenzuhalten, aber die ganz große Tradition, also etwa an eine Persönlichkeit wie Theodor Frings denken, die hatte sich dadurch sehr gehalten. Und ich denke, dass eben diese Beschäftigung dann auch etwas sich auf mich ausgewirkt hat und mir eben erstmal den Impuls gegeben hat, das Umfeld und die Personengeschichte näher in den Blick zu nehmen und andererseits eben sozusagen alles das, was an Redeschwall in zahlreichen Bach-Biografien und Aufsätzen dokumentiert war, dann zu hinterfragen und es zu reduzieren auf den wirklichen Kern, das, was überliefert ist, Dokumente und Unterlagen,
und sozusagen den rhetorischen Glanz, der da zuweilen entfaltet worden ist. Ich denke etwa an Abhandlungen von Arnold Schering, der also mit großer Rhetorik Dinge abgehandelt hat und dann eben seine Meinung quasi unwiderleglich dargelegt hat, die aber letzten Endes dann doch nicht die nötige Stabilität aufgewiesen hat. Kurzum, da diese Gedankenwelt hat mich einigermaßen ausgefüllt und ich habe versucht damals und das auch bis heute eben immer versucht, auf den Kern zurückzukommen und eben das festzuhalten, was tatsächlich belegt ist und alles andere dann als Hypothese und Ergänzung und Überlegung auszuweisen, um dann vielleicht die Sache ein bisschen auszufüllen. Was mich von Anfang an fasziniert hat und immer noch fasziniert, ist die kompositorische Entwicklung von Johann Sebastian Bach. Und ich habe versucht, mich dem zu nähern, über das Übliche hinaus, was man mit musikalischer Analyse und so bezeichnet. Und vom Ansatz her kam es mir am Anfang, also während meiner Promotionszeit, darauf an, zu fixieren, wo hat Johann Sebastian Bach seine musikalischen Kenntnisse hergenommen? Was hat ihn beeinflusst? Was hat ihn interessiert? Und dieser Caldara, den wir schon mehrmals erwähnt haben, spielte eine Rolle, aber auch andere Musikalien, die Bach abgeschrieben hat und bearbeitet hat, darunter Palestrina, Frescobaldi und eine ganze Gruppe von italienischen, vor allen Dingen italienischen Komponisten, die sich mit dem sogenannten Palestrina-Stil, dem Musterstil der italienischen Renaissance befasst haben. Und das habe ich verfolgt, um eine Rekonstruktion der Bachschen Bibliothek als Grundlage für eine Untersuchung zu nehmen und dabei festgestellt, dass zum Beispiel die Schriftmerkmale bei den Kopien von Palestrina oder Bassani, Caldara sehr eng verwandt sind mit denjenigen der H-Moll-Messe. Also tat sich ein Feld auf, dass einfach die Zusammenhänge der kompositorischen Beschäftigung in Bachs letztem Lebensjahrzehnt mit der Messe in H-Moll, mit der Kunst der Fuge und verwandten Werken und ihrer Beziehung zu den Studienstücken, die für Bach eine entscheidende Rolle gespielt haben. Und man kann diesen Gedanken weiterführen und ich habe das auch versucht, auf verschiedenen anderen Ebenen zu tun. Etwa, was war für den jungen Johann Sebastian Bach entscheidend? Also etwa das norddeutsche Repertoire um Buxtehude und Reinken. Da gibt es auch eine Menge zu holen. Und ich habe dann versucht, jeweils die philologische Grundlage, das heißt die objektiv messbare Studienbibliothek Bachs, den Verbindungen zu seiner stilistischen Entwicklung nahezubringen. Ich komme nochmal auf Leipzig zurück. Wir sitzen ja hier im Bacharchiv im Sommersaal. Die Bach-Medaille der Stadt wird dieser Tage verliehen. Nun ist Leipzig nicht nur, muss man sagen, der Hauptwirkungsort von Johann Sebastian Bach. 27 Jahre von 1723 bis zu seinem Tod 1750 hat Bach hier gewirkt als Kantor der Thomasschule, als Musikdirektor der Stadt. Man muss auch sagen, im Blick auf die spätere Geschichte, dass Leipzig ja eigentlich spätestens seit dem Wirken von Felix Mendelssohn Bartholdy auch das Zentrum der Bachpflege geworden ist und dann über die Jahrzehnte und Jahrhunderte hinweg auch geblieben ist. Der Thomaner Chor als das Ensemble, mit dem schon Bach zusammengearbeitet hat, genießt
genoss und genießt bis heute höchstes Ansehen. Das Bachfest Leipzig, das seit 1999 jährlich stattfindet, zieht eine beständig wachsende internationale Schar von Besuchern in die Stadt. Jetzt trotz Corona kann man ja in diesem Jahr auch wieder sehen, dass sich viele nicht davon abschrecken ließen. Und wenn ich jetzt aus dem Nähkästchen ganz kurz plaudern soll, die Jury, die sich Gedanken über die Verleihung der Bach-Medaille 2021 gemacht hat, hat in Erwägung gezogen, dass neben diesem Zentrum der Bachpflege international Leipzig ja auch das Zentrum der Bachforschung ist seit langer Zeit. Das 1950 gegründete Bacharchiv hat schon nach wenigen Jahren die Aufmerksamkeit der internationalen Forschung auf sich gezogen. Mich würde interessieren, und ich meine, wir drei sind ja auch mit dieser Institution verbunden, Sie, Herr Schulze, am längsten, Christoph am zweitlängsten und ich am kürzesten, aber auch schon mittlerweile fast 3 Jahrzehnte hinweg. Mich würde interessieren, wie Sie und du die jeweiligen Forschungen auch, jetzt komme ich mit der Grammatik durcheinander, also wie beide von Ihnen die Forschung an biografischen, an stilkundlichen Fragen auch verstanden haben als ein Beitrag zur Bachpflege. Also wie hat sich vielleicht die Bachforschung auch ausgewirkt auf den Umgang mit Bachs Musik heutzutage? Ja, das ist ein ziemlich weites Feld und die sozusagen seismografischen Ausschläge sind beträchtlich. Ich glaube, wenn man Leipzig als Zentrum der Bachpflege definiert, dann kommt ziemlich schnell ein Einspruch aus Berlin, denn Berlin hat ebenfalls eine große und nachhaltige Bachtradition vorzuweisen. Und wenn es um die aktuelle Bachpflege geht, wobei also aktuell auf ein paar Jahrzehnte ausgedehnt werden sollte, also im 21. Jahrhundert, aber vielleicht auch 30, 40 Jahre noch im 20., dann werden eine ganze Reihe von Städten von Holland bis in die Schweiz und nicht zu vergessen auch am Rhein in Köln oder so, dann die führende Rolle für sich beanspruchen. Leipzig spielt da vielleicht eher ein gewisses retardierendes Moment und das finde ich gar nicht falsch, denn manche Entwicklungen gehen doch heute dahin, dass ein unangesagter Wettbewerb veranstaltet wird, wer welches Werk am schnellsten spielt. Es gibt Berichte über Aufführungen, wo dann beispielsweise Naturhörner hatten mitwirken sollen, die dann diesem Tempo nicht mehr gewachsen waren und einfach dann ausgestiegen sind aus der Darbietung. Es gibt auch Aufführungen selbst gesehen, selbst erlebt, wo, sagen wir mal, das dritte Brandenburgische Konzert in einem hellen Tempo abgeliefert wird, wobei die Geigen und Schilly durchaus das Ihrige leisten, aber die ja oft diffamierten Bratschen, also beim allerbesten Willen, nicht mehr mitkamen. Das sind so die Dinge, wo man sagt, muss das eigentlich sein und dient das der Musik, wenn man, sagen wir mal, eben einen Bachschen Konzertsatz hört und ihn nur noch quasi in Ganztakten verfolgt. Das heißt also, die Binnenstruktur der Stimmführung gar nicht mehr verfolgen kann, wenn man also nur noch sozusagen das Tempo, den Grundschlägen mitgehen kann. Da würde ich sagen, sollte von Leipzig aus
und ist auch gegangen und es führt dann dazu, dass man etwas abschätzig auf die Staatsbezug, auf Aufführungspraxis heruntersieht und sagt, naja, die verstehen davon nichts. Aber wenn man dann doch mal wieder ältere Aufnahmen hört, sei es, dass sie hier entstanden sind, sei es, dass sie von Leuten initiiert worden sind, die mal in Leipzig tätig waren und dann hier abgewandert sind, dann stellt man doch fest, dass vieles sehr viel durchhörbarer und sehr viel deutlicher ist, als wenn es eben im hellen Tempo heruntergejagt wird. Und Tempo ist also nur einer der Parameter, der mit den Aufführungen zu tun hat, nicht wahr? Also es gibt ja unendlich viel von den nachgebauten historischen Instrumenten bis zur Artikulation und Improvisationszufügungen etc. pp. Das ist eine unendliche Geschichte, die wir heute gar nicht abhandeln könnten, also auch nur eben mal antippen. Aber die Frage hier für Leipzig ist eben, welche Rolle spielt Leipzig buchstäblich in diesem Konzert? Welche Funktion kann es übernehmen? Sozusagen nicht als Oberlehrer, der mit dem Stock droht, sondern vielleicht eher als eine Institution, die zu etwas mehr Vernunft mahnt. Also ich würde auch gerne die Rolle Leipzigs im Blick auf die Bachpflege etwas herunterstufen und neutralisieren, weil wir heute zum Glück eine globale Bachpraxis haben und viel tut sich auf allen Erdteilen, auf fast allen Erdteilen im Blick auf die angemessene Wiedergabe der Musik von Johann Sebastian Bachs. Was Leipzig für sich beanspruchen kann, sind die historischen Spielstätten. Also speziell die Thomaskirche und die Nikolaikirche, obwohl man natürlich sagen muss, die Räume sind nicht mehr so, wie sie zu Bachs Zeiten als Aufführungsorte gedient haben. Und der Thomanerchor ist auch nicht mehr das, was er zu Bachs Zeiten war. Obwohl der Thomanerchor unter den aktiven Knabenchören immer noch, was die Bachpflege betrifft, rein vom Technischen her unschlagbar ist. Also wir haben hier eine durchaus interessante Bachpflege in Leipzig. Aber was wirklich singulär ist, ist Leipzig als Zentrum der Bachforschung. Und das hat sich auch erst allmählich entwickelt, und zwar durch das dynamische Verhältnis zweier Institute in der DDR und in Westdeutschland, nämlich des Bach-Archivs, das 1950 gegründet wurde, und des Johann Sebastian Bach-Instituts in Göttingen, das 1952 gegründet wurde. Und beide Institute haben übernommen, eine neue Gesamtausgabe der Werke Johann Sebastian Bachs vorzulegen. Und das war sozusagen der Aufhänger für die moderne Bachforschung. Und beide Institutionen haben sich in einem Ideenwettbewerb um Fortschritte bemüht und auch solche in erstaunlicher Weise erzielt. Nun, im Zuge der deutschen Wiedervereinigung war es nicht tunlich, zwei Parallelinstitute mit ein und demselben Forschungsbereich zu betreuen. Und mir fiel es seinerzeit zu, sozusagen die Rolle des Totengräbers des Göttinger Instituts zu spielen, was dazu geführt hat, dass wir hier in Leipzig den Nachlass des Göttinger Instituts übernommen haben und einige
Mitarbeiter auch hier in Leipzig eingestellt haben, sodass wir tatsächlich die Leipziger und die Göttinger Tradition miteinander verbinden konnten. Und was mir wichtig war, ist, dass eine Teamforschung auch möglich wurde, die auch jenseits der neuen Bach-Ausgabe, die ja im Jahre 2006 ihren Abschluss gefunden hat, noch zukunftsfähige Forschungsprojekte unternehmen kann. Und zu den Erweiterungen der Perspektiven haben wir damals auch die Musik der Bach-Söhne, namentlich Wilhelm Friedemann und Philipp Emanuel Bachs, mit einbezogen und insgesamt die Musik der Bach-Familie als ein Thema des Bach-Archivs betrachtet. Zum Glück heißt es nicht Johann Sebastian Bach-Archiv, sondern nur Bach-Archiv. Das macht die Sache nach außen hin etwas leichter, die Thematik zu entfalten. Das betrifft auch etwa die Geschichte des Thomaskantorats und andere Leipzig-spezifische Aspekte, die von unserer Institution in verschiedenen Teams auch dauerhaft erarbeitet werden können. Die Arbeit, die wir geleistet haben über die Jahrzehnte und auch heute noch fortführen, ist sozusagen von ihrer Zielstellung her durchaus produktiv, ordnend und auch sozusagen vieles abbauend, was da nicht reingehört, also was früher so in von der Anekdote bis zum Roman hinzu erfunden worden ist. Das Elend dabei ist eben nur, wenn man jetzt im biografisch-dokumentarischen Bereich die Dinge reduziert auf das, was wirklich belegbar ist, oder im musikalisch-editorischen Bereich die Werke so darbietet, wie sie überliefert sind. Und das ist ja der Kerngedanke der neuen Gesamtausgabe gewesen und aller gleichartigen Editionen, dass dann sozusagen die Mitwelt, ich sage es mal ganz neutral, die Mitwelt, sehr schnell und bequem, was früher nicht möglich war, einen Überblick gewinnt, was man weiß, was man nicht weiß, und dann sozusagen in ihrer Weise verfährt. Ich erinnere mich daran, dass ewig lange her, lange vor 89, kam mal ein Filmteam ins Bach-Archiv und wollte Auskunft über Bachs musikalisches Opfer haben, also den Besuch 1747 beim Preußenkönig Friedrich II. Und dazu die biografischen Details soweit vorhanden und die werkgeschichtlichen. Und sie waren ziemlich gut vorbereitet und haben mich sozusagen bis aufs Hemd ausgefragt. Und ich konnte ihnen nur sagen, was man eben weiß, und auch das angeben, was man nicht weiß. Und die Folge davon war, dass sie dann einen Film gemacht haben, nicht etwa entlang dem Belegbaren, sondern mit wilden Erfindungen nach dem Motto, naja, das Gegenteil ist nicht bewiesen, also können wir hier loslegen, wie wir wollen. Also das ist ein Pferdefuß unserer Arbeit, aber mit dem müssen wir leben, ob wir wollen oder nicht. Die Mitwelt ist eben so. Ja. Jetzt haben wir ein bisschen gesprochen schon über die Themen der Bach-Forschung seit den 60er Jahren. Vielleicht können wir dazu noch ein bisschen versuchen, uns Gedanken zu machen. 1966 waren andere Themen im Vordergrund als heute. Wie hat sich die Themenpalette auch jeweils in den eigenen Forschungen verändert in den Jahrzehnten seither? Ja. Sie ist eigentlich ins Unendliche gewachsen. Der Versuch in den 50er, 60er Jahren sozusagen eine Konzentration
auf bestimmte zentrale Felder zu erzielen, hat dazu geführt, dass im Gegenteil auf der quasi Rückseite des Mondes sich eine unendliche Forschung entwickelt hat und wir als temporäre und Sie als aktueller Herausgeber des Bach-Jahrbuchs wissen ein Lied davon zu singen, was alles getan und gemacht wird und was eingeliefert wird. Und man hat dann seine liebe Not, das irgendwie zu bewältigen und zu steuern. Das kann man negativ bewerten, wenn man will. Man kann es auch positiv bewerten, kann sagen, das Interesse ist eben weltweit da und es ist eigentlich mehr im Wachsen, als dass es irgendwie sich vermindert. Ja, ich würde ergänzend sagen, dass für eine Institution wie das Bach-Archiv als Forschungsinstitut die Aufgabe nach wie vor in erster Linie auf der Grundlagenforschung beruht. Und da ist immer noch viel zu tun. Auf der einen Seite biografische Dinge. Wir haben die Aufgabe, die Basis der Quellen, auf die wir Bachs Leben und Wirken betrachten, zu erweitern, soweit das eben möglich ist. Und da ist noch längst nicht alles erschöpfend erforscht. Und das kann man nur in einer Institution machen, das kann ein einzelner Forscher nicht mehr leisten. Das Gleiche gilt für die musikalischen Quellen. Wir haben uns über Jahrzehnte vor allen Dingen mit den Originalhandschriften befasst. Die sind nach wie vor nicht hundertprozentig erforscht. Also da gibt es auch immer wieder neue Erkenntnisse. Aber wir sind inzwischen sehr viel mehr präpariert, besser präpariert, um sogenannte Sekundärquellen zu beurteilen, weil viele der Bachschen Werke nicht in Originalquellen vorhanden sind. Und wenn wir den Bachschen Schülerkreis definieren, die Handschriften der Schüler kennen und die Überlieferungswege der Musik auf diese Weise verfolgen können, so wird uns vieles auch an einleuchtenden Erkenntnissen zugeliefert, die uns helfen, auch zum Beispiel die Werkgeschichte der einzelnen Kompositionen zu erläutern und auf eine sicherere Basis zu bringen. Jetzt frage ich mal so aus dem Stand heraus, zuerst Herrn Schulze, was ist Ihre bedeutendste Entdeckung gewesen in Ihrer Wahrnehmung? Schwer zu sagen, in den Schoß gefallen ist mir eine Handschrift, die dann plötzlich bekannt gab, dass die beiden bekannten Menuette aus dem Notenbüchlein der Anna Magdalena Bach, die jeder, der ein Klavier irgendwo in der Ferne mal hat stehen sehen, gespielt hat, dass die zu einer Suite von Christian Petzold in Dresden, Zeitgenosse, gehören. Das ist mir in den Schoß gefallen. Was unendliche Arbeit gemacht hat, war das Finden des Beleges für die Behauptung des Kieler Professors Karl Friedrich Kramer, dass Johann Sebastian die Musik seines Sohnes Karl Philipp Emanuel als preußisch oder Berliner Blau angesehen hat, das dann im Laufe der Zeit bei Licht zu verblassen droht. Da habe ich eine große Menge Lebenszeit zugebracht, um das herauszufinden. Und dann am Ende war es doch wieder so, wie ich immer sage, alles Große ist einfach. Aber da weiß ich nicht, ob ich die Begleitumstände hier noch berichten kann. Vielleicht so viel, dass ich letzten Endes die Mitteilung stammt von Bernhard Engelke, der in Kiel tätig war zuletzt und 1950 gestorben ist, den konnte man nicht mehr fragen. Und dann war die Frage, in welchem Werk von Karl Friedrich Kramer könnte denn diese Bemerkung gestanden haben. Und ich habe dann aus Verzweiflung einen Titel bestellt, ohne Hoffnung, den jemals zu bekommen.
Aber siehe da, die Universitätsbibliothek Halle hatte einen Überblick auch über Bibliotheken im Umland. Und so kam innerhalb relativ kurzer Zeit, 2 oder 3 Wochen, ein großer Kasten an mit vielen kleinen Büchern drin. Der kostete irgendwie 3,50 Mark DDR-Geld an Fernleihgebühren. Da kriegte ich von meinem Chef erstmal eine Reformante. Größere Fernleihbestellungen sind vorher mit mir abzusprechen. Ich hatte einen Titel bestellt, konnte natürlich nicht ahnen, dass da ein ganzer Kasten voll ankommt. Und siehe da, dort in einem dieser Bände fand ich dann, was ich suchte. Und nicht nur das, sondern einen ganzen großen Bericht, eine sozusagen Szenerie aus der Bachschen Familie, Urteile über nicht nur Karl Emanuel, sondern auch Wilhelm Friedemann und den jüngsten Johann Christian, mein Wilhelm Friedemann, hieß es, das ist mein lieber Sohn, dem ich wohlgefallen habe, Bibelzitat. Und bei dem jüngsten ein Geller-Zitat aus dem Gedicht Der sterbende Vater, der sich Sorgen macht um seinen ältesten Sohn und sagt, du hast Verstand, wie wird es gehen? Und gibt ihm das ganze Erbe. Und der Jüngste bekommt nichts, laut Gellert, mit der Begründung, der Görge kommt durch seine Dummheit fort. Dies hat dann Johann Sebastian auf seinen jüngsten Sohn, Johann Christian, gemünzt, der in der Tat sich sehr weit von der Kunst des Vaters entfernt hat, aber dafür dann einen trefflichen Übergang zu Wolfgang Amadeus Mozart hergestellt hat. Das war also eine schwierige und dann plötzlich erfolgreiche Sucharbeit. Und am Ende, viele Jahre später, habe ich festgestellt, wie das alles zustande gekommen war. Der gute Bernhard Engelke hat vor Jahrzehnten über, glaube ich, Liedkunst oder sowas in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts gearbeitet und hatte dazu auch das Kleinhaus in Halberstadt besucht, wo eben diese Sammlung der Biografie Karl Friedrich Kramers aufbewahrt wurde. Die hat er offenbar die Finger bekommen und hat sich gemerkt, dass da was von Preußisch Blau oder Berliner Blau geschrieben ist. Und auf diese Weise löst sich das ganze Problem auf. Das ist so wie, als wenn man einen Faden hat mit einem furchtbar komplizierten Knoten in der Mitte und dann zieht man an beiden Enden und siehe da, der Knoten löst sich auf und es bleibt ein kleiner Faden übrig und man sagt dann nur, Himmel nochmal, warum habe ich das nicht gleich gemerkt? Ja, ich würde sagen, im Rückblick erscheint mir die Wiederauffindung des Notenarchivs der Berliner Singakademie als wichtigstes Ergebnis von meiner Sucharbeit. Die Sucharbeit begann mit Hans-Joachim Schulze gemeinsam in den 70er Jahren. Wir waren uns bewusst der Tatsache, dass das Notenarchiv der Berliner Singakademie zu den bedeutendsten Kriegsverlusten gehörte, dass aber gewisse Anzeichen dafür sprachen, dass mindestens Teile dieses Archivs noch erhalten waren, und zwar irgendwo im Osten. Ob nun in Usbekistan oder in anderen Provinzen der ehemaligen Sowjetunion, war unklar. Ich habe versucht, über sowjetische Organistenfreunde Informationen einzuziehen, immer mit negativem Ergebnis. Dann wollte es der Zufall, dass durch einen Mitarbeiter des Harvard Ukrainian Research Institutes ich Zugang bekam zu der Leitung der ukrainischen Staatsarchive. Und da tauchte dann auf die Möglichkeit, dass es sich hier neben vielen anderen Dingen, die sich in der Ukraine in den Staatsarchiven unter KGB-Bewachung befanden, dass da unter Umständen eben auch das Notenarchiv sich befinden könnte. Und auf Anfragen habe ich
einmal folgende Antwort bekommen. Ich hatte gefragt nach Bach-Manuskripten und da kam die Rückfrage an mich, welcher Bach? Sie hätten relativ viele Vornamen da. Und da war mir klar, also das kann es nur sein, wenn da Philipp Emanuel, Wilhelm Friedemann, Johann Christoph und so weiter eine Rolle spielen, dann müsste das das Singakademie-Archiv sein. Ich habe mich dann mit meiner Frau und zwei Kollegen vom Harvard Ukrainian Research Institute auf den Weg gemacht. Das war im Sommer 1799 und wir haben dann tatsächlich in Kiew im Staatsarchiv die verschlossenen Materialien gesehen und dann gleich vereinbart einen neuen Besuch mit Kollegen vom Bach-Archiv und ihr wart ja dabei. Wir sind dann im Herbst nach Kiew gefahren und es ist uns dann auch gelungen, über Verbindungen zur Bundesregierung, dem damaligen Staatssekretär Ischinger, mit dem ich viele Gespräche geführt habe, das gesamte Archiv so schnell wie möglich zu repatriieren. Und 2001 gelangte das Archiv von Kiew nach Berlin zurück, heute in die Staatsbibliothek zu Berlin. Eine Situation, die sich in den letzten 20 Jahren nicht erneut ergeben hätte. Also es war ein einmaliger politischer Glücksfall, dass es gelungen ist, diese Dinge zurückzuholen. Wenn man betrachtet, was alles noch in der ehemaligen Sowjetunion als Beutegut von Kulturmaterialien aus dem Dritten Reich vorhanden ist, dann ist das eine singuläre Geschichte, die auch der Musikforschung über die Bachforschung hinaus neue Impulse verliehen hat. Es geht also um italienische Oper, es geht um Berliner Musikgeschichte des späten 18. Jahrhunderts, die Grauens und andere Komponisten, also das hat schon ein großes Gewicht gehabt und ich bin nach wie vor glücklich, dass wir so zielstrebig auf dieses Projekt zugegangen sind und dann auch Erfolg gehabt haben. So im Nachhinein muss ich sagen, würde ich die Wiederauffindung des Singakademie-Archivs als irgendwie die glückliche Beendigung des 20. Jahrhunderts aus der sich der Bachforschung bezeichnet. Ne? Die Verluste, die im Zweiten Weltkrieg eingetreten sind, mit denen musste man jahrzehntelang einfach umgehen, wusste nicht, was man tut. Und dass es möglich war, einen Notenbestand von mehr als 5000 Handschriften und frühen Drucken unbeschädigt, einfach gut erhalten, gut versorgt, aufzufinden und nach Berlin zurückzuholen, war ja ein wirklich einmaliger Glücksfall, der, glaube ich, die Themen für die Bachforschung des 21. Jahrhunderts erstens erweitert hat und zweitens auch wirklich in vielen Aspekten verändert hat. Wir stellen heute eben dann deutlich andere Fragen, weil wir diese ganzen Quellen im Hintergrund haben, weil wir nicht angewiesen sind auf einzelne zufällig erhaltene Fotografien. Und ich denke, dass damit wirklich ein neues Kapitel der Bachforschung eröffnet wurde. Und wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, sind wir mit unserer Gesprächsstunde damit ans Ende mehr oder weniger gelangt. Das ist jetzt zwar kein ganz rundes Schlusswort, aber irgendwie die Zäsur so um 2000 rum ist ja doch ein vielleicht für uns alle wichtiges Datum gewesen, die wir eben an dieser ersten Sichtung der Handschriften teilnehmen konnten. Ja, vielleicht kann man noch als Appetit zum Schluss dazu sagen, dass diese Rückgabe durchaus nicht ohne Widerspruch geblieben ist. Erinnere mich, dass es sogar einen Bericht gab, als die Behälter mit den Handschriften und Drucken bereits im Flugzeug waren, dass behauptet wurde, das Flugzeug wäre überladen und dürfte nicht starten. Also es ist bis zuletzt versucht worden, die Dinge doch nicht zurückbringen zu lassen. Aber am Ende ist es doch gelungen und das ist
eben einer der ganz großen Zuwachse, die uns dann beschieden gewesen sind. Ja, ich denke, dass das Bach-Jubiläumsjahr 2000 die Geschichte seinerzeit besiegelt hat und dass auf diese Weise nicht nur das 21. Jahrhundert einen neuen Beginn erhielt, sondern das 20. Jahrhundert einen würdigen Abschluss fand. Prima, dann nehmen wir das jetzt als Schlusswort und ich bedanke mich bei den beiden Medaillenpreisträgern, Hans-Joachim Schulze und Christoph Wolf, und hoffe, dass die Zuschauer auch ein bisschen Spaß gehabt haben an dieser Gesprächsstunde. Manche Dinge erfährt man ja nicht so ohne weiteres. Und ich denke, es sind eine ganze Reihe von interessanten Punkten zur Sprache gekommen. Vielen Dank. Danke dir. Vielen Dank auch.